Ich stehe hier bei der Geranie. Die Mates ständig am Entschuldigen. Wir sind alle Kanadier gerade. Wir sind alle im Herzen Kanadier. Die ganze Zeit. Oh, sorry. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Hey, Kinders. Was geht bei euch ab? Willkommen zu einer neuen. Hey. Ja, willkommen zu so einer extrem frühen Morgenstunde. Hat Gold im Mund. Runde. Gott, Mann. Meine Hand total uneingeaimt. Also nichts am Stissel, Leute. Ich muss kurz meine Sleeves hochmachen. Die ersten paar Runden müssen jetzt Luckshots werden. Um Gottes Willen! Gut, gut. Okay, damit werden sie nicht rechnen, dass wir, nachdem wir eine Runde auf A gegangen sind, die nächste auf B gehen werden und den Fernseher kaputt kneifen. Damit werden sie sowas von nicht rechnen. Oh, Scheiße! Leute, habe ich das gerade richtig im Gefühl, dass wir verrecken? Wow! Ohne Pumpmans. Komm, noch einmal auf der P. Oh mein Gott, das wird so eine geile Runde P. Oh, shit, you! Shit! Don't run in the Molotov, Kack! Scheiße! Wir werden gerade so auseinandergenommen. Kraugi, komm. Gott, Kraugi, du hast es auch nicht geschafft. Wenn es Kraugi nicht schafft, komm mal, Eipacke. Hock dich auf den Stuhl und sterb einfach. Yes, das ist ne. Der stärkste Unterschied, den man spürt vom Rank her, finde ich, ist die Geschichte mit den Smokes, Nades und Mollys. Die werden extrem gut geworfen. Viel, viel besser als auf unteren Elos oder auf anderen Elos. Ja, auf unteren, auf den höheren werden die wahrscheinlich auch sehr, sehr gut geworfen. Aber hier bei mir bei Doppel-AK ist es schon, also es ist schon ein Unterschied. Wenn ich so zurückdenke an, allein schon an die erste AK, also MG1, da ist vielleicht mal ein Molly geflogen oder eine Smoke, aber so richtig gezielt alles Mögliche eher weniger. Auch das Verschieben der Leute ist viel, viel besser hier. Oh Gott, eine Forst. Scheiße, das habe ich auch geforst. Drei Spahn, zwei Forsten. Alter, wie Darm. Nicht lange rumpimmeln da jetzt. Ich habe jetzt ein Entry gemacht, Mann. Rein! Keiner geht rein? Das. Ich fühle es schon, es wird leider ähnlich wie gestern. Ich habe gestern diese Aufnahme schon mal gemacht und sie ging dermaßen in den Arsch. Es war unglaublich. Ich war auch ultra mad. Also eigentlich kann ich aus einem Lose, aus einem harten Lose ein geiles Video machen, aber ich war unglaublich mad. Der Tag war schon stressig genug, weißt du, dann... Und dann kommt so ein Scheißspiel dazu. Wir hatten dann noch zwei Franzosen, die ganze Zeit Französisch gelabert haben. Ich konnte da nicht mehr. Ich war ultra tilt und war am Ende meiner Kräfte. Und jetzt will ich vor der Vorlesung noch was aufnehmen. Bin aber noch frisch, bin noch nicht abgenervt. Wisst ihr, mein Level der Abnervung ist noch sehr, sehr niedrig heute Morgen. Klar, mich kann auch noch nicht viel genervt haben. Deswegen ist es jetzt nicht tragisch. Da kann man sich auch mal so einen krassen Loose reindrücken lassen. Und kann sich das verzaubern wie, keine Ahnung, Barbie oder was. Aber da ist einer Window. Ja, es läuft doch jetzt so ein bisschen zumindest. Die Runde, diese eine, haben wir jetzt. Also das 16:0 wird das nicht. Also das hoffe ich doch. 3 gegen 1. Jungs, bitte. Der hat eine AWP, der wird gar nicht kommen. Außer Grün. Grün wird er noch wegficken. Guck mal, Achtung. Er wird gleich, ne halt, er wird gleich sowas von gebumst, George. George Casey, das Mann immer vorge. Also wie gesagt, ich bin heute auch nicht großartig abgenervt und das ist auch sehr, sehr angenehm. Ihr kennt es sicherlich. Wenn ihr schon tilt irgendwo reingeht und ihr denkt euch, also gerade jetzt halt als YouTuber, ich brauche jetzt noch ein Video, ich muss was aufnehmen, sonst habe ich morgen Huddel. So, jetzt habe ich halt Huddel vor der Vorlesung. Aber mein gesamtes Huddelbarometer ist noch gar... Ach Gott, ist das im Minusbereich. Bin mir nicht sicher, ob einer von Connector kommt. Ah, der ist tot, jawohl. Ja, nur mein Aiming ist ganz schön silbermäßig. Da müsste ich noch ein bisschen nachlegen jetzt. Die Hände warm machen, komm! Jeder kennt das, wenn die Hände richtig eingespielt sind, dann sind sie meistens eiskalt. Und dann passt es auch. Aber wenn man gerade frisch aufgestanden ist und dann sind die Hände so eklig kalt vom Aufstehen und sie fühlen sich so ungelenk an, das ist im Moment der Fall. Und schon. Magneto ist so richtig edel. Das ist selten, dass du jemanden hast, der sowas schreibt. Oder sagt, oh, sorry, it's my fault. Let's go together as a time. Oh, lass uns zusammengehen als eine Zeit. Also, auch wenn wir jetzt ein bisschen verlieren oder am Verlieren sind im Moment, ist es ein geiles Team. Passt auf Palace auf und jetzt gehen wir dahin und gut gemacht. Deine Mutter riecht ziemlich gut manchmal. Das ist so toll, was die sagen. Das ist so toll. Das finde ich total klasse, ne? Sagen meistens stolze Eltern von ihren Kindern, ne? Das finde ich total klasse, was der macht, der Luca. Seit neuestem... Wo ist das? Fuck. Ich hab noch 100 HP, alles klar. Wo ist das erst? Sorry, I was too late. Ha! Kinder! Und schon leg ich ein paar. Dann versuche ich die Orb einfach zu spielen auf mit. Geht zwar nicht gerne mit, aber vielleicht bin ich schnell genug. Ich habe einen ganz guten Spawn gehabt. Schauen wir mal, was passiert. Summer and the 69. Oh yeah. Kinder! Ihr habt mich ja gefragt, ob ich mal wieder öfter AWP spielen kann, weil ihr mich gefragt habt, ob ich sie spielen kann. Ich war früher bei uns tatsächlich Main AWP, hört auf zu lachen. Zu Source-Zeiten, also zu meinen aktiven Source-Zeiten, habe ich Main AWP gespielt.
Gott. Ey, das ist ja nicht direkt reingegangen. Komm, behind. One is mid, upper mid. Eben waren wir noch im Vorteil und dann passiert sowas. Oh Mann, das ist wie eine Eco, ne? Also was heißt wieder? Ich hatte es halt gerade letztens wieder mit Wallin, dass wir von Eco-Rounds zerfickt wurden, aber vom Feinsten. Wir haben ein Spiel gespielt und da habe ich noch angesagt. Das war auf Inferno als T und ich habe angesagt, ah, jetzt haben sie wahrscheinlich Eco. Und das war super. Da haben wir, die haben wir richtig schön durchgenudelt, Schweinchen, und dann war alles cool. Wir konnten unseren Vorteil nutzen. Die zweite Eco hingegen nicht. Wir haben nicht mitgezählt, nicht mitgerechnet, nicht überlegt und auf einmal haben sie uns so hart überrascht und wir hatten voll gekauft. Das ist halt einfach bitter. Komm, wir holen jetzt nochmal zwei Runden hier, genau. Nice, he's down. He's close. Ha! Harte Walla! Ach ja, ich soll es ja nicht mehr benutzen, das Wort. Ich habe mich so dran gewöhnt an diese Walla-Scheiße. Bitteschön. Bitteschön, mein Freund. Damals im 12-Stunden-Livestream wurde uns gesagt, also mir und Wallen, dass euch Walla nicht so gefällt. Wir machen, gerade weil es halt so bescheuert klingt, so Walla, haben wir uns das voll angewöhnt. Einfach als Ausdruck der, Behinderung. So wie wir auch manchmal extrem felsig sprechen. Also einfach nur, um den Bogen zu überspannen. One is connected. Wie ich mich hochgekämpft habe, Mann. Schade. Schade, wirklich schade. Wir brauchen schon noch eine Runde, oder? Also mindestens noch eine. Aber vielleicht pusht einer. Gottes Willen, gibt's sowas? Hab ich mich gerade pushen lassen, Mann? Ich hab ihn ja schon gehört. Ich hätte einfach durch die Smoke durchschießen sollen. Ich weiß nicht, was mich aufgehalten hat. Du musst deinen Instinkte folgen. Sofort, am besten, sofort. Nichtsdestotrotz ist es schön, dieses Team zu haben. Da kann man auch einfach mal einen Loose richtig schön verarbeiten. Verstehst du? With much stanks. Wir überraschen sie mit ziemlich viel Gestank. Und so. Das war das down. Please watch City. City's down, just wait. Let him come, don't face. Ha! Putsch! Jetzt werden sie mal easy pushen, die Buben! Okay, also wenn wir jetzt... Warte mal, ich guck hinten, weil die pushen hier 100 pro irgendwie durch. Obwohl, hier ist eklig zu stehen. Nee. Ich stehe ungefähr hier. Ich stehe hier bei der Geranie. Oh, ist die schön. Scheinbar ist B nicht clear. Really? B ist clear und der erste ist tot. Also wenn wir jetzt noch eine Runde holen, dann sieht's echt gut aus für City. Das sieht echt gut aus dann. Ich wäre sehr zufrieden, wenn wir das schaffen würden. He's close. Nice. Kinder, 6-9. Ach gut, Mensch, hey. 13-11. Mittel gut. Leute, die Bombe ist on spot. Killst du bitte, danke. Nice. Oh mein Gott, er hat echt gelegt. He's kitchen. Fuck. Ich dachte, scheiße, zwei sind tot. Die anderen zwei stürzen sich drauf. Ich defuse schon mal. Tot. I'm gonna wait underground. Oh Gott, Purple, ich hätte dich fast erschossen, Mann. Sag doch was. Alter, geil! Easy, die Rounds geholt. Ha! Ai, Captain! Um Gottes Willen, meine Damen und Herren. Guten Tag. Scheiß Flasche, ne? Ach Gott, das hätte ich aber gerade mal nicht gedacht, dass ich so gut bin in dem Spiel drin. Ach Gott, guck mal da. Was, einer ist über mir? Naja, okay, ich will mal nicht so sein, Magneto. Du darfst über mir bleiben, aber nur, wenn du auch hübsch bist, Magneto. Das ist natürlich die Schwierigkeit heutzutage, hübsch zu sein, ne? Gerade wenn man neben einem Atomkraftwerk aufwächst, ja, da ist es natürlich eine Problematik, die sich da aufbaut. Yeah. Wir sind schon gut, ne? Und guck mal, die AWP Warm gehört da mit dem Städt. Was, der hat wie viele Kills drauf gehabt? 2000? Das ist natürlich jemand, der gerne AWP spielt, ne? Kann ich mal aber klar, oder mein Freund. Und Open Palace. Down. Jungs und Mädels, meine Reflexe sind natürlich voll. Oh, war da einer? Oder habe ich da jetzt gerade nur Scheiß im Auge gehabt? I'm gonna do das. Guck mal, den da habe ich ordentlich getan. I did his mom too. Fuck. Weißt du, ich mache noch irgendwelche Schätze über dem seine Mutter von dem anderen, oder? Und da werde ich gefickt. Nice. Kinder, 11-9. Was geschieht denn hier? Meine Damen und Herren, ich hab doch mal was vorbereitet, na? Braucht jemand was, Klaus? Unser Mitspieler kommt sehr, sehr gut ohne Orb aus. Das finde ich klasse. Also, ich weiß nicht, ob er einfach nur schlecht ist und deswegen nicht mit Orb spielen möchte. Also, weil er damit schlecht ist, mit der Orb. Oder ob er nicht genug Cash hat. Und darauf habe ich jetzt nicht direkt geachtet. Shit. Nein, geh nicht. Ja, nein. Scheiße, Mann. Ich hasse, wenn die Jungs beide so kommen. Einer Connector, einer Jungle. Es muss immer einer City gehen. Dann hat man diese Runde schon mal abgedeckt. Also, von City halt einfach aus. Ich
Merkt ihr was? Wenn einer Connector kommt, ist es zwar für ihn auch eklig, weil Jungle ja einer stehen könnte, aber wenn man dann in Connector kurz wartet, bis der City so weit durchgegangen ist und sagt, hier ist niemand, dann aimt er schon mal den Spot ab und kann noch so weit gehen, dass er Stairs abaimt und dann kann der andere dann langsam kommen und so sich aufbauen halt. Aber wenn beide von da kommen, ist es total eklig, also finde ich, weil der auf City ist immer so scheiße zu holen. Nicht immer, aber manchmal. Was ist das los? Jawoll! Part of the Geo! Egal wie es wird, das Spiel macht richtig Spaß. Die Runde ist sehr edel. Die Mates ständig am Entschuldigen. Wir sind alle Kanadier gerade. Wir sind alle im Herzen Kanadier. Die ganze Zeit. Oh, sorry. So muss es sein. Leute, so muss es sein. Auch wenn du mal totalen Fail machst. Nix da. Oder sowas. Nee. We got the fucking bomb and you can't do anything. Do anything more for. Aha, aha. Es könnte sein, dass das Video heute etwas später kommt. Diese Info bringt euch an der Stelle nichts, weil. Jetzt ist es ja schon zu spät. Aber trotzdem, ich will euch einfach nur sagen, ich wusste es bereits, dass es vielleicht später kommt. Außer ich bekomme es ultra fucking fast noch hin, das zu beschneiden. Beschneiden, ihr habt es richtig gehört. Weil ich nämlich Billy das Kind bin im Schneiden. Billy the Cat. Oh Gott! Um Gottes Willen habe ich mich erschreckt. Der hat sich angeschlichen, der wollte mich knifen. Oh Gott, geht der ab. Wie es sich für eine P90 gehört. Der rennt einfach rein. Er ist einfach ein Tier. Let's get into the boys. 3, 2, 1. Granatenlaunch. Daddy, I want more. Wir brauchen mehr Granaten, Jungs. Was war das denn? Das war einfach nur ein verschissener Furz. Mit Land. Oh my god. Hi. Throw a grenade at me. Oh my god. I can't believe it, dude. Oh, shoot. Und jetzt kaufen wir euch, was das Zeug hält. Oh, scheiße. Das ist blöd ohne Molly. Da fühle ich mich so nackt. Ich weiß nicht, warum wir hier nicht jedes Mal zusammen eine Double Nade machen, mein Freund. Damit kann man ab und an einfach mal das gesamte Team ausrotten. Aber, nice, bomb down. Oh, yuppie. Manche sagen, es ist so süß. There's someone with an oh, yuppie. I gonna wait till the round ends. And then... I'm gonna suck on them titty. Labert nicht, ihr. Ha! Flash on A. They rush. Hey, that's one. Ihr wisst doch gar nicht, wer der letzte ist. Geht nicht so arg ran. Um Gottes Willen! Wo kam der her? Der war in der Smoke. Habt ihr es gesehen? Der Mate geht nach rechts und er hört einfach nur und hat überlebt. Und ist low HP on A. Leute, wir haben das Draw schon geholt. Wir haben das Draw schon im Sack. Bomb down, ey. Bomb down, bomb down. Giga time. So, schade, schade. Das war eine mächtige Position da auf City. Wenn der Mate mit mir mitgenadet hätte, wären sie wahrscheinlich gestorben. Schade. Ich weiß nicht, warum diese Taktik der Double-Nadung nicht irgendwie verbreitet ist. Ich habe es auch am Anfang 3-4 Mal angesagt, ne, dass wir doch bitte naden. Shit! Dude! Shit! Okay, letzte Runde, Männer. Ich will alles sehen. Ump. Sehr gut. Oh mein Gott, der hat sogar eine Scout. Und ist mid, I think. Mid oder short. Fuck, he's connected. Ach, scheiße. Warum hat er mir noch gegeben? Bump down B. Nice! Das wird ein Win! Also hoffe ich doch. Das können sie nicht verkacken. Die Bombe ist down, wir sind zu dritt. Haben noch ganz gut HP. Was er da auf Mitte gemacht hat, er war es, glaube ich. Auf kurz, meine ich. Dieses Schießen auf den auf B und hin und her laufen. Ich weiß ja nicht. Das war schon echt lucky. Hört nicht auf den in der letzten Runde, Jungs. Bitte. So ein Team. Immer wieder gerne. Ich hab 5 Sternchen. Übrigens, die Gewinner des Knife Giveaways. Oh, wacht, hört gut zu. Alle 20, direkt. Ich fange bei 20 an und gehe dann hoch zum ersten. Der 20. bekommt Skin 20, der 19. Skin 19 und der erste Skin 1 und Skin 1 ist das Knife. Also hört gut zu. Platz 20, Blablatschin. Platz 19, Razer 42333. Schimmelhorst. Bikobar LP. Ich twerk dich an. Lazakfly. Scout Zocker 21. Sadness Nick. Maloth Ra. Leuchte 40. Mr. Stalker. The Gaming Code. Dinkel Dirk. Allowed. Chino Saft war auf Platz 6, jetzt kommen die 5 vorderen. Aiki, Phoenix Drachen, jetzt kommen die 3 vorderen. Bayouvarus, Senpai David und Kraftfisch 132. Hey! Scheiße, Mann, da sind ja auch kleine Teile dabei. Oh no! Mensch, hey! Hört mal zu. Werden wir mal wieder ernst. Oh Gott, nein, nicht in den Rücken. Shady! Die Grünen werden euch am besten gefallen. Ja, hätten wir das auch mal hinter uns gebracht. Ganz einfache Sache für die Gewinner. Es wurden ja 15 Leute auf Twitch gezogen, live. Da manche Leute hier anders heißen wie auf Twitch, bitte ich die Twitch-Gewinner. Ihr wisst ja sicherlich noch, wer das war, also weil ihr ja da gewonnen habt und das bestimmt ein großer Moment für euch war in eurem Leben. Gott, das hört sich fast abwertend an. Das sollte auf keinen Fall so klingen. Das hört sich echt ultra... Naja, whispert mich bitte auf Twitch an. Das könnt ihr auch machen, wenn ich offline bin. Ich habe unten den Befehl reingeschrieben, für alle, die es nicht wissen. Ich sag's auch hier nochmal. /W, der Dummbabla, Leerzeichen. Und dann mit der folgenden Inhalt. Euren Steam-Namen und euer Steam-Profilbild. Einfach ganz kurz beschrieben. Ich habe eine
sterbende Giraffe oder so. Diese 15 Leute machen das bitte. 5 Leute wurden einfach anderweitig gezogen. Es reicht bei euch, wenn ihr hier auf YouTube kommentiert. Die schreiben hier unter dem Video einfach, oh, ich habe gewonnen, sehr schön. Und dann antworte ich und frage halt nach dem gleichen, nach eurem Steam-Namen und eurem Steam-Profilbild. Falls ihr das nicht teilen wollt, können wir das dann noch anderweitig privat hin und her machen. Die Twitch-Leute melden sich trotzdem dann bitte auf Twitch, auch wenn manche von euch auf YouTube so heißen wie auf Twitch, aber es ist halt nicht bei allen so. Manche heißen auf Twitch so und auf YouTube anders. Und da könnte ja dann jeder kommen und sagen, ich bin der von Twitch. Das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Natürlich können die Twitch-Leute auch einfach, um das gemacht zu haben, hier auch schreiben. Oh, ich habe gewonnen. Also ich denke, es werden wahrscheinlich die Gewinner auch machen, weil sie ja den anderen zeigen wollen, dass sie gewonnen haben. Wir kommen dann so ins Gespräch. Über die Whisperung auf Twitch und über die Kommentare hier in YouTube. So kommen wir ins Gespräch, um dann die Skins an euch zu verschicken. Ich bin froh, die Sachen dann endlich rausgeben zu können. Es ging jetzt 2 Monate und ständig musste ich die Skins zurückhalten. Ne? Dieser Überblick. Meldet euch, ihr kleinen Gewinnerchen. Das nächste Knife-Giveaway ist nicht weit entfernt. Davor wird aber erstmal noch ein anderes Giveaway kommen mit der AK-47 Vulkan und so weiter und so fort. Oder Vulkan. Ach Gott, Leute, ich habe ja noch 3, die ich raushauen kann. Das hier und das hier. Ach Gott, leck mich am Ärmel, Kinders. Das hört nicht auf. Wegen euch geilen Menschen, weil ihr menschlich total super seid, habe ich so viel Kram, den ich ausgeben kann. Edel. Die Gewinner haben jetzt 14 Tage Zeit, um sich zu melden. Ich denke, 14 Tage ist wirklich völlig in Ordnung. Und sobald die Meldung stattgefunden hat, sind wir eh im Gespräch, dann haue ich euch die Skins raus. Diese Waffe ist übrigens nach wie vor noch da. Der Gewinner hat sich nicht gemeldet. Es ist schon längst rum. Die werde ich dann auch demnächst wieder raushauen. Das ist so eine Skin-Baron-Geschichte. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Kabel wickelt sich hier unten rum. Nicht gut. Ich kann Wireless Headset. Nee, ich habe kein Kabel an meinem Headset. Du hörst auf und du hörst auf. Das ist nicht wahr. Tiddy!